Hallöchen, der Horst Lichter. Ja. Ja, wir kennen uns ja bereits, junger Freund. Ne? Ich habe die ganze Zeit von morgen früh noch da. Ich bin morgen früh noch da, bis ich das alles durchgearbeitet habe. Ach du Heilige. Aber da geht der Satz natürlich auf. Wir haben einen richtigen Dachbodenfund. Original vom Dachboden. Da warte ich ja schon die ganzen Tage. Jetzt dieser ganz ehrlich. Karton, original vom Dachboden. Das sind, ich muss Ihnen dazu sagen, das sind richtig schöne Antiquitäten. Es sind wunderschöne alte Dokumente. Ach, guck mal, mit Siegel. Dokumente mit Siegel. Dachboden wo? Welcher Dachboden? Wann war es? Mein Vater ist 2006 gestorben und dann durften wir auf den Dachboden. Und da haben wir dann im Schrank den Karton gefunden. Ich aufgemacht weiß nicht, und dann aufgemacht gesagt? Aufgemacht und ja, so mal durchgeguckt, die Jahreszahlen gesehen. Die meisten Schriftstücke sind aus 16. bis 18. Jahrhundert. 16. bis 18. Ist Jahrhundert. Ist 1 bis 1300 und noch was. Ja, das heißt, er kann also der Opa nicht mehr geschrieben haben. Nein. Das haut nicht hin. So, jetzt mal spontan. Also jetzt will ich mal ganz schnell wissen, was ist allein dieser eine Brief? 25 Euro. Nicht mehr? Nein. Dieser Brief mit den Siegeln 50 Euro. Aber jetzt kommen noch zwei Rosinen. Ach, es gibt noch Rosinen. Ich komme einfach mal zu Ihnen. Ein Stammbuch oder auch Poesiealbum aus Erlangen von 1771. Ach. Und in diesem Buch sind also unendlich viele Stiche, Zeichnungen und auch ganz, ganz, habe ich schon gleich gesehen als erstes, ein ganz furchtbares Bild. Zeig her. Oh Gott, ich traue mich das kaum anzufassen. Ein Duell. Ach du heiliges Gott. Da haben sich alle drei erschossen hier. Jesus Maria. Koloriert, 18. Jahrhundert, Interieur, stimmt alles. Eine wunderschöne, authentische Zeichnung. Aber das sieht aus wie eine ganz bös ausgegangene Liebesgeschichte. Sie hatte mit beiden was zu tun. Ja. Und sie wurde dann auch erschossen. Auch. War richtig so. Dieses Büchlein allein würde ich schätzen auf, wegen Zustand nicht so hoch, 400. Ui. Ja. Boah. Jetzt haben wir aber... Ich merke... Ach, guck mal da, was so aufatmet. Du kannst das Glück nicht fassen, dass solch ein Schatz dazwischen ist. Ja. Aber das wäre natürlich auch die Rosine für den, der es kauft. Was würdest du denn sagen, wenn jemand zu dir kommt mit der ganzen Kiste und sagt, so, mach mir den Preis jetzt. Nee, ich mach es so. Ja. Ich will erst von dir was wissen. Was denkst du denn? Ja, ich hatte 500 Euro. Für alles? Ja, kann doch ein bisschen aufwärts gehen. Das ist eine sehr schöne Basis. So, lieber Albert Meyer. Ich würde ja gern mitmischen. Ja. Man sollte noch ein bisschen höher gehen. Sag's mir. Man kann bis 1000 Euro auf jeden Fall gehen. Das Doppelte. Mindestens. Ja. Mindestens das Doppelte. Ja. Ja. Für alles. Ja. Ja. Mhm. Dann machen wir das wie folgt. Er packt das jetzt vor sich wieder ein Kartönchen ein. Mhm. Du kriegst von mir das Händlerkärtchen. Mehr gibt es wahrscheinlich sowieso schon, als du gedacht hast. Ja. Bitte schön. Schönen Dank. Toi, toi, toi. Ich war überwältigt. Also mit so viel habe ich nicht gerechnet. Ich hatte auch gar keine Ahnung, was das alles wert ist und was ich dafür kriegen könnte. Und als er dann sagte, so viel, ja, auch kann ich gut gebrauchen. Ja, und was soll ich sagen? Hochspannend. Es lohnt sich wirklich, hinzugehen, den Dachboden mal richtig zu durchwühlen. Weil wer hätte gedacht, dass da so ein Schatz ist? Wie viele gehen hin, nehmen sich so ein Kartönchen und sagen, ach, da kann sowieso keiner lesen, Tonne auf, Tonne zu und weg. Heidrun macht sich auf den Weg zu den Händlern. Heidrun Brandt feilscht mit ihren antiken Schriftstücken nicht so gut wie zuvor Lutz. Die Händler scheinen den Wert der Antiquitäten nicht zu erkennen. Und Heidrun fehlt der Mut, um für einen guten Preis zu kämpfen. Trotz stichhaltiger Argumente des Experten und eines Schätzwerts von 1000 Euro. 70 Euro. Dann ist es sehr gut bezahlt. Ungern. Was ist das? Dann 75. Das ist gern. Darf ich das nochmal sehen? Wir sind Händler, wir wollen etwas verdienen. Das verstehe ich. Ich erhöhe mein Gebot und das ist mein letztes Wort auf 500. Die verzwickte Situation ruft Horst Lichter auf den Plan. Sein Schützling braucht dringend Hilfe. Ich glaube, ich muss dir helfen. Ja. Ja, ganz ehrlich, weil ich habe so ganz leise gelauscht hinten.
Ich habe auch gehört, was du gesagt hast. Weil hast du gesagt, am Anfang 17 Euro, damit wäre es 75. 75. Und allein dieses Buch, wo seid ihr jetzt momentan, bei welchem Gebot? Ich habe 500. 500. Alleine dieses Stuttgart. Eine Buch ist damit geschätzt worden. Horst Lichter hat gut aufgepasst beim Experten. Er klärt die Händler über den wahren Wert der antiken Schriften auf und präsentiert eins der Highlights aus Heidruns Schatz. Das könnte den Preis weiter nach oben treiben. Genau das hier war es. So. Fürsten von der Pfalz. Genau, vom Fürsten von der Pfalz. Weil es ist ein ganz persönlich geschriebener Brief. Und das wäre ein etwas außerordentlich Seltenes. Weil man kennt ihn eigentlich nicht in den Schriftstücken, dass er persönlich schreibt. Hm. Aber das ist ein ganz persönlich geschriebener Brief. Früher wurden die diktiert und er hat es unterschrieben, aber genau. Nur die Unterschrift. Aber das hat eine genau. Ganz andere Person geschrieben. Das ist schon was Außergewöhnliches. Ja. Also ich bin begeistert. Deswegen, Herr Lichter, was meinen Sie denn? Jetzt habe ich 500 geboten. Was muss ich denn bieten, damit die Dame glücklich ist? Also ich denke mal, wenn die Dame dafür, für den ganzen Koffer, 1500 bekommt, dann ist für alle eigentlich schon schön, denke ich mir. Ja, sehr schön. Frau Brandt, ich erhöhe mein Gebot und auf das Doppelte, aber dann ist wirklich Schluss. Wenn Sie jetzt Nein sagen, ist Nein. Und 1000 ist mein letztes Wort. Ansonsten, es ist eine Spekulation. Ich habe auch zu wenig Ahnung, aber ich habe den Riecher dafür. Und damit der Herr Lichter Ihnen jetzt auch geholfen hat, also 1000, letztes Wort. Müssen Sie entscheiden. Bin ich mit einverstanden. Ja, kleinen Moment noch. Moment? Kleinen Moment noch. Ja. Du warst mir bisher sehr sympathisch. Ja, die Preußen nicht. Also den Krach macht ihr jetzt untereinander aus. Aber ansonsten... Pass auf, wann ich die Scheiße angefangen habe, ja. 1050. Jetzt will ich es wissen. Das freut mich. Ich gebe 1100. Aha. Ja, jetzt ist die Freundschaft am Ende. Und jetzt... Madame, das haben Sie aber mir zu verdanken. Das wissen Sie schon. Das hat Sie dem Horst nicht zu verdanken. In erster Instanz, ja. Sie mal schon über dem, was Sie wollten, Madame. Das ist doch schön. Der Herr Licht hat auch ein bisschen geholfen. Es ist ja richtig. Ja, er versteht. 100 Euro. Er versteht. Aber jetzt ist Schluss. Sonst gehe ich hier. Und wenn du mir jetzt noch einmal überbietest. Ich würde ja gerne mal jemanden anrufen, aber das geht ja nicht. Ruf nicht an, sag 200 Boot, dann kannst du es mitnehmen. Fertig, mach mal nicht mehr lang rum. Gib 2 Boot, Junge. Zähle bis 3. 1201. Ich buch 1200. Okay. Kriege ich jetzt Ihre Hand? Ja. Jetzt kriege ich. Jetzt hat er sie verdient. Jetzt hat er sie wirklich verdient. Zum Glück hat mir der Horst Lichter noch geholfen. Sonst wären die Händler gar nicht so hoch gegangen. Und ich hätte nicht so viel Geld dafür gekriegt. Darf ich bei dir mal ganz kurz? Dankeschön. Schwer gewohnt. Na, aber schön. Ja.